So, Servus Sam, in dem Video schauen wir uns den AEG BMM S18 SPL an. Das ist der kleine Winkelschleifer von AEG. Wie sehen könnt, da kann man die Schnitttiefe verstellen. Ja, und mit dem 4er-Imbus wird die Trennscheibe gewechselt und das kann komplett entfernt werden, um die Schnitttiefe nochmal deutlich zu erhöhen. Wir sehen könnt, die LED, sehr gute LED. Muss man sagen, man sieht wirklich gut. Wir sehen könnt, vorne und nach hinten geht's, weil man kann einmal einen Rechts- und einen Linkslauf einstellen und dann entweder fallen die Späne dann nach vorn oder nach hinten. Das ist unglaublich gut, sehr kompakt. LED ist gut, die Verarbeitung ist wirklich extrem. Gebauten Imbus, um dann die Blätter zu wechseln. Unglaublich. Den kann man kaum verlieren, der ist ziemlich fest. So, schauen wir uns nun die Schneiderleistung an vom AEG. Die Späne fliegen nur, wie ihr sehen könnt. Also wirklich, Schnittleistung ist für so kompaktes Gerät unglaublich gut. So, für wen ist jetzt der kleine AEG geeignet? Im Prinzip für jeden. Also ich finde es eigentlich gut auch für Fliesen schneiden oder sowas, weil man kann die Tiefe dann ganz gut einstellen und man kann re relativ gerade schneiden, durch das, dass man wie die Führungsschienen hat. Also man setzt nicht schief an, weil meistens macht man es dann mit der Flex. So kenne ich es eigentlich, die meisten Leute machen es mit der Flex. Und dann ist das wirklich nochmal viel besser, weil man viel, viel schöner schneidet. Aber ja. Die Leistung ist unglaublich gut für die Größe. Ich meine, es muss euch überlegen, wie klein das Gerät ist. Und es ist ein 5 Ampere-Stunden Akku, nicht der allerbeste, den es von AEG gibt. Es gibt einen 6er, es gibt einen 8er. Den kann man nicht kaufen, es gibt einen 9er. Aber okay, der 9er ist für sowas echt übertrieben. Aber ja, es ist wirklich eine unglaubliche Leistung von so einem kleinen Gerät. Wirklich unglaublich gut. Die Lautstärke ist viel leiser wie bei den anderen und trotzdem ähnlich stark. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Gerät, sehr handlich. Ja. Man verliert deutlich Schnitttiefe, ganz klar, wenn man die Schiene oben hat und wenn man sie nicht oben hat durch die kleinere Trennscheibe. Aber es ist wirklich wahrscheinlich eins von den besten 76 mm Winkelschle einer von den besten 76 mm Winkelschleifern, den es auf dem Markt gibt. Und ja, es ist wirklich ein Top-Gerät. Ich kann es jedem empfehlen, also wer das haben will. Die anderen sind auch zu empfehlen, definitiv. Ich meine, für das Geld sind sie unglaublich gut. Ich meine, die sind günstiger und stärker wie der AEG, der kostet 140 ohne Akku. Ja, aber trotzdem, es geht darum, das ist nicht vergleichbar, die beiden. Die sind vergleichbar. Wenn man nur einen haben will, dann sind sie vergleichbar, definitiv. Aber das ist für was anderes gemacht. Also, wenn man was Günstiges haben will, dann das. Ich finde auch beim Auto und so praktisch, wenn man mal Kleinigkeiten wegflexen will. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, den AEG von der Größe her. Es gibt ein paar andere, werde ich in Zukunft testen. Ich werde auch die Größe dann wieder testen. Ich bedanke mich fürs Schauen. Alle sind unten verlinkt. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Servus und ciao.